TaylorMed ist ein Service. Unser Ziel ist es quasi, die Medikamenteneinnahme zu revolutionieren. Wir wollen unnötige Medikamenteneinnahme vermeiden, besonders was die Resistenzbildung angeht. Dagegen wollen wir angehen. Und genau, TaylorMed spricht Therapieempfehlungen aus. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Angst. Ich hatte vorher noch nicht an so einem großen Programm teilgenommen. Einfach einen Einblick bei einem so großen Konzern zu bekommen wie Huawei hat mich sehr angesprochen. Ich dachte, ich komme ins Event rein, ich bin offen, was passiert. Man muss sich mal vorstellen, man hat sich auf das Programm beworben, konnte sich aber noch gar nicht wirklich vorstellen, wie sich das am Ende wirklich in die Realität umsetzt. Als wir dann das Kickoff-Event wirklich hatten, ist wirklich so eine Euphorie, glaube ich, in jedem bei den Leuten rumgegangen. Also es war wirklich super schön, die Atmosphäre, wie man sich kennenlernen konnte. Man hat sich direkt, neue Freundschaften haben sich entwickelt, man hat sich ausgetauscht. Das gesamte Event, alle 200 Studenten waren mir super sympathisch. Es waren alles sehr aufrechte, aber auch wirklich ehrgeizige Studenten. Ich glaube, eine wichtige Herausforderung war es ja auch am Anfang, überhaupt für sich selber zu wissen, in welchen Themenbereich will ich gehen. Weil wir hatten ja Mobilität, Nachhaltigkeit und Metaverse. Ich glaube, Design Thinking hat mir dabei geholfen, den kreativen Prozess zu strukturieren. Das hat uns geholfen, anstatt zu schauen, was ist technisch möglich, stellt es die Frage, was ist am Markt nötig. Wenn man ein tolles Team hat, dann kann man unter Druck viel schaffen. Das war ein enormer Druck und damit einfach also lernen, damit umzugehen und trotz diesem Druck in kurzer Zeit in dem Team trotzdem dann am Schluss zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen und dann abzuliefern. Das habe ich mitgenommen. Ich glaube, unsere Gruppe hatte irgendwie immer die Fähigkeit, andere zu motivieren, mit uns abends nochmal auszugehen. Und das hat natürlich den einen Effekt, dass man Spaß miteinander hat, aber aus Resultat daraus hat man sich halt auch super befreundet. Ne? Also war sehr gut immer.